Realität ist Verhandlungssache. Mysterien, Mindfuck und Magie. Der Podcast aus der Zwischenwelt. Mit Bernhard Reiche und Rudolf Stark. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon einmal von Familienaufstellungen gehört oder waren sogar schon einmal bei einer dabei. Es ist eine verblüffende Methode und es ist schwer zu beschreiben, was dabei passieren kann, wenn man es jetzt nicht selber schon einmal miterlebt hat. Es kommt natürlich auch sehr stark auf den Therapeuten drauf an, der es leitet. Und wir haben uns mit einem zusammengesetzt, der es von Anfang an mitentwickelt hat, Siegfried Essen. Wir plaudern mit ihm über die Verknüpfungen zwischen Familienaufstellungen und Magie und wie man damit gezielt Realität gestalten kann. Das Gespräch kommt in zwei Teilen. Hier ist der erste. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen... Fang nochmal an, ich habe gerade reingeht. Wobei das die Stimmung, glaube ich, eh ganz gut beschreibt. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Reicher und Stark. Hallo. Diesmal ist es kein Whisky, es ist früher Morgen, wir trinken Tee. Es ist zu früh. Aber das wird man wahrscheinlich dann eh merken. Und danke für die Einladung, Siegfried. Ja. Ja, danke für euer Kommen zu mir nach Hause. Danke. Wir sitzen mit Siegfried Essen zusammen, einer der bekanntesten und arriviertesten Aufstellungsleiter im deutschsprachigen Raum. Ja, stell dich vielleicht einmal kurz vor. Na gut, ich bin 77 Jahre alt, 40 geboren, Flüchtlingskind, aber also aus dem heutigen Polen geflohen, damals aus Deutschland, Schlesien. Und deswegen kann ich mich gut hineinversetzen in die Flüchtlingsproblematik. Also ich kümmere mich auch aufstellungsmäßig um übergeordnete kollektive Fragen. Ich stelle sozusagen alles auf. Alles, was wir denken und worüber wir nachdenken, was wir fühlen, was wir erinnern, was wir projektieren, kann man als innere Kraft bezeichnen, die man externalisieren kann. Und das heißt aufstellen, verkörpern, mit Hilfe von Rollenspielern, aber auch selber an verschiedenen Plätzen im Raum kann man sie, die inneren Anteile, die mit denen ich zugange bin, also mein Flüchtlingskind Inneres oder das Land Syrien oder mein Zukunftsprojekt, dass ich so und so viel alt werden will. Alle, also Hoffnungen und Ideen und Utopien. Also damit spiele ich sehr gerne. Und natürlich auch kollektive Utopien, kollektive Ängste. Und die werden einfach bewusst gemacht. Und wenn man das bewusst macht durch Externalisieren, das heißt durch Äußern, drüber sprechen, aufstellen, verkörpern, spielen damit, dann geht es immer weiter, dann kommt immer ein Bewusstseinsschub. Und dieser Bewusstseinsschub, der wirkt zurück auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf unsere Form, in der wir uns, wie wir uns fühlen, wie wir uns in Form fühlen, auf unsere Power, wirkt alles zurück. Wir sind ständig in Kontakt zwischen innen und außen. Du hast jetzt im Prinzip Zauberei beschrieben. Ja, kann man so nennen. Ja, ja, also ja. Das Manipulieren in einem neutralen Sinn, das Umgehen mit Objekten oder in dem Fall Subjekten oder externalisierten Aspekten um eines magischen Effekts willen. Ja. Das können eben
von Voodoo-Puppen angefangen sein, über heilige Gegenstände auf dem Altar oder eben Repräsentanten in einer Aufstellung. Und es wirkt dann zurück. Das, was man Zauberei oder Magie nennt, das nennt man ja im Christlichen Wunder oder Erlösung oder Befreiung im Buddhistischen oder Erwachen. Und das ist eigentlich wirklich die Hauptursache für die Veränderung der Wirklichkeit, auch der politischen Wirklichkeit. Das machen wir uns nur nicht bewusst. Und dadurch fühlen wir uns als Opfer. Aber wenn wir überall, wo wir uns als Opfer fühlen, wenn wir da überall dahinter gucken, was ist unser Anteil? Wo haben wir das intendiert, beabsichtigt, uns gewünscht oder befürchtet? Wo haben wir da Ursachen gesetzt innerlich? Dann kriegen wir wieder eine aktive Haltung zu allen Geschehnissen. Und das kann man auch Magie nennen oder das kann man Befreiung nennen oder mein Zen-Meister, der sagt, der Baker Roshi, der sagt, alles ist Aktivität. Wir können überall können wir unseren Willen entdecken, unser unbewusstes Wollen, unsere unbewussten Absichten, wenn wir sie bewusst machen. Und das befreit eigentlich. Das ist natürlich auch für viele Menschen sehr angsteinflößend, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die mit den Schattenseiten, mit den... es gibt ja so diese das kam ja auch so, glaube ich, in der Zeit auf, wo du sehr aktiv warst, damals dieses positive Denken, so alles schönreden über die Schattenseite des positiven Denkens, wenn man sich alles schönredet. Sprich, man darf keine negativen Gedanken mehr haben, man darf sich nicht auf Dinge konzentrieren, die vielleicht unangenehm sind, weil sonst würde man die ja manifestieren. Und das steht eben da ein bisschen meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach konträr dieser Arbeit gegenüber, die auch unter anderem du machst, eben das Aufstellen, wo man sich genau all die Dinge bewusst macht, die da Einfluss nehmen. Und das können halt auch manchmal unbewusste Ängste sein, Traumata und so weiter. Und dass man die durch das Bewusstmachen an die Oberfläche bringt und dadurch manifestieren sie sich einmal im Leben, aber dadurch kann man sich auch aktiv damit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Aber wollen wir vielleicht kurz an Ich finde, das ist so wichtig, was du gesagt hast. Das will ich nochmal unterstreichen, bevor wir weitermachen. Ja, das ist so wichtig. Ja, das macht Angst, aber die Angst hilft nichts. Ja, weil dann kommt es immer wieder, schließlich kommt es als Symptom wieder, als Körpersymptom, als Krankheit oder als... Gesellschaftliches Symptom. Gesellschaftliche Neurose. Ja, dieser Rückzug auf fundamentalistische Gedanken, auf alte Gewohnheiten, die uns aber nicht gut tun. Und das hilft nichts, der Rückzug. Irgendwie kommt es immer wieder, bis es ins Bewusstsein kommt und angenommen wird. Ja. Okay. Ja. Wollte mal kurz zurückgehen. Wir haben schon eigentlich schon sehr, sehr detailliert über gewisse Sachen gesprochen. Vielleicht vorher noch ein bisschen über die Aufstellungsarbeit generell, so was ist Aufstellungsarbeit? Wie bist du dazu gekommen? Du hast mehrere Studien? Ich habe zwei Studien abgeschlossen, die evangelische Theologie. Und als ich gemerkt habe bei der Theologie, das bringt nichts für meine Kommunikation mit Menschen und mit mir selbst, da habe ich angefangen, Psychologie studieren und im Studium bemerkt, das bringt auch nichts. Das stimmt. Ja, aber ich habe kennengelernt schon am Ende der Theologie verschiedene Methoden der Selbsterfahrung, der Therapie. Rogers habe ich kennengelernt schon während des Vikariats. Kam da jemand aus Amerika und hat uns personenzentrierte Therapie gezeigt, Selbsterfahrung. Das war damals, das war in den 60er Jahren, völlig
aus meinem Horizont, das kannte ich nicht. Mhm. Ich habe gesagt, das ist es, was ich brauche. Mhm. Und dann habe ich 4 Therapieausbildungen konsumiert. Das erste war Rogers. Als das langweilig wurde, habe ich mir eine Analyse angelacht. Mhm. Da bin ich zu den Analytikern gegangen und habe mit großem Glück einen Lehrtherapeuten gefunden. Der war 90% kriegsbeschädigt, da in Düsseldorf. Der war 90 und das war der fröhlichste Mensch von der Welt. Genau das Gegenteil von meinem Vater. Ja, es war genau das Richtige für mich. Mhm. Also da habe ich dann 200 Stunden Lehrtherapie, wie sich das gehört, für diese adlerianische individualpsychologische Ausbildung. Und diese Ausbildung habe ich, da haben sie dann auch einen Körpertherapeuten, einen Gestalttherapeuten eingeladen, den Hilarion Petzold. Mhm. Und der hat mir gezeigt, da fehlt ja noch was bei der Analyse, da fehlt ja die Körperorientierung. Mhm. Und dann bin ich sofort übergewechselt und habe dann dort weitergemacht bei der Bewegungs- und Körpertherapie, integrative Gestalttherapie. Und dann war ich ganz schnell dort Lehrtherapeut, völlig überfordert. Ich war dann vielleicht 35 Jahre alt, so etwa. Und dann kam zu mir der erste Analysant, ne, für Gestalttherapie, zu mir als Lehrtherapeut. Und der war doppelt so alt wie ich. Ein Arzt, 200 Kilometer kam er angereist. Dann habe ich sofort nach der ersten Stunde Supervision in Anspruch genommen bei dem Hilarion Petzold. Das war sehr gut. Und dann war es eine sehr, sehr gute Therapie. Mhm. Ja. Dann hat es mir nichts mehr ausgemacht. Dann habe ich einfach mit ihm in Resonanz gegangen. Dann kam er eines Tages, weiß ich noch, wie heute, kam er und sagte, ich fühle mich wie ein Stein. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sei mal ein Stein. Und dann hat er sich in Trance versetzt, als Stein. Und dann habe ich gesagt, lass mal Zeit vergehen. Wie viel Zeit vergeht bis zur ersten Veränderung? Vielleicht gibt's tropfenweise Wasser oder Sommer und Winter. Und dann hat er 100 Jahre vergehen lassen, das hat nichts verändert, dann hat er 1000 Jahre, dann gab es eine erste Veränderung. Und dann ist er wirklich, hat er aufgeatmet, selbst ein Stein lebt. So etwa, ja, so. Ne? Ja. Und da bist du dann auch dann in die Aufstellungsarbeit gekommen, oder? Nein, noch lange nicht. Also, okay. Na doch, pass auf. Dann hat in der Gestalttherapie-Szene hat der Hilarion Petzold die Virginia Satir nach Deutschland eingeladen. Da gab es 2 Grundkurse. In Hamburg und in Wollhusen in der Schweiz. Also es war Deutschland-Schweiz. Hat er den. Und da die Teilnehmer von der Virginia, an diesem Grundkurs von der Virginia Satir, die haben sich zusammengetan. Also wir, das waren vielleicht 4, 5 Leute. Wir waren so begeistert. Wir haben ein Institut gegründet in Deutschland, was später eins der größten oder das größte Ausbildungsinstitut für Familientherapie war. Und wir haben ein Institut gegründet, um sie wieder einzuladen. Sie, Virginia Satir und Walter Kempler und Mnuchin aus London und aus Kanada, den Kempler und so, um uns auszubilden. Und was da das Neue war gegenüber den verschiedenen individualistischen Therapien,
war das Systemische. Mhm. Das war noch Gestaltfamilientherapie, also, und das war das, es ist die Verbindung von Systemischem und Verkörperungsarbeit. Mhm. Sie hat nämlich Rollenspiele gemacht, Familienrekonstruktionen, die haben immer 9 Tage gedauert, so, die Seminare und so, ja. Und Skulpturarbeit. Magst du kurz systemisch für die Zuschauer, Zuhörer erklären? Ja, systemisch. Also das heißt, damals wurde klar, auch durch die Arbeiten von Watzlawick und Bateson, mit denen die Virginia Satir ja auch zusammengearbeitet hat in Palo Alto, wurde klar, dass die Symptomatiken von, besonders von Kindern, immer was auch mit den Eltern, mit der ganzen Familie zu tun haben. Dass da irgendetwas ausgetragen wird, wofür die Kinder gar nicht, was die Kinder gar nicht verursachen. Also die übernehmen sozusagen was aus dem System. Ja. Also das sind verdrängte systemische Anteile, die die Kinder ans Tageslicht bringen. Also systemisch heißt, also die, es gibt eben so dieses ganz unabhängig getrennte, losgelöste Individuum oder den Aspekt nicht, sondern er hängt immer mit den Dingen zusammen, immer mit den größeren Ebenen, so wie man es in der alchemistischen Lehren, in der hermetischen Lehre, so wie oben, so unten sozusagen. Ne? So wie innen, so außen. Und genau, das ist genau. Sozusagen die... Das hat sich jetzt entwickelt, auch zu meiner spezifischen Einstellung, dass alles mit allem verbunden ist. Und wenn man das ernst nimmt, was mir immer mehr Leute ernst nehmen, dann kommt man in die Richtung von Spiritualität oder Magie oder so, wie man das nennen will. Auf jeden Fall, mein Zen-Meister, den ich ja schon erwähnt habe, der Becker Roche, der sagt, auch die Karma-Lehre ist missverstanden, wenn man einzelne Ursachen mit einzelnen Wirkungen verbindet. Ja. Das ist so dieses westlich-lineare Denken, dass das so nicht funktioniert, glaube ich. Ja. Deswegen kann man überhaupt nicht mit irgendetwas ursächlich bekämpfen oder verändern oder heilen oder so etwas mit einer einzelnen linearen Ursache. Es ist holistisch zu sehen, sozusagen. Ja. Also die Geburt in den 50er Jahren Bateson und Watzlawick des systemischen Denkens ist dieses, was sich inzwischen ausgeweitet hat zu holistischem Denken. Und du warst auch dabei dann, wie Hellinger sein System entwickelt hat, sein Modell, oder? Ja. War der Teil eures Instituts? Nein. Kam erst später dazu. So, es war dann 1986 haben wir einen großen Kongress gemacht in Osnabrück, dieses Institut, und da haben wir auch den Hellinger eingeladen. Da war die Virginia Satir auch und so, und dann haben wir auch den Hellinger eingeladen, und der hatte vielleicht kurz vorher oder so, hatte der von einer Virginia Satir Schülerin die Skulpturarbeit kennengelernt und in seine Urschreittherapie mit eingebaut und hat damit seine Aufstellungsarbeit entwickelt und da auch vorgestellt. Und da war ich dann Workshopleiter und er auch, und dann kam ich dann zu ihm in den Workshop, also 86. Dann habe ich so schön, dann hat er seine erste Runde gemacht. Und als ich dran war, habe ich gesagt, weil ich so meinen Workshopleiter heraushängen lassen, dann habe ich gesagt, ich fühle mich etwas müde und etwas ausgepowert, ich brauche Rückzug. Dann sagte zu mir, du brauchst nicht Rückzug, du brauchst Expansion oder sowas, Explosion.
Und ich sag, nein. Und da war sie. Und dann war, ja. Ja, und das hat mich dazu gebracht. Ich war damals dann schon 86, 80 bin ich ja nach Graz gekommen, auch in die Steiermark, und da habe ich hier einen großen Freundeskreis von vielen, inzwischen auch berühmten Therapeutinnen und Therapeuten aufgebaut, also zusammen gesucht, Freundeskreis. Und da habe ich den Hellinger eingeladen, einmal im Jahr zu uns zu kommen und uns mit seiner Aufstellungsarbeit vertraut zu machen. Also da waren die Leute viele aus, die jetzt auch schon seit langem Lehrende waren. Also Matthias Wager von Kibit war dabei, oder Günter Matic oder Sigrid Sommer, also Aaron Seitiel und ihre Partner jeweils und so. Und die haben, dann haben wir mehrere Jahre, jedes Jahr ein oder zwei Seminare, ist in die Steiermark gekommen und wir haben dort gelernt. Und geübt und mit ihm aufgestellt. Er hat einfach Aufstellungen mit uns gemacht. Waren das damals noch die ganz klassischen Familienaufstellungen oder habt ihr da schon ein bisschen, also vielleicht für die Zuschauer, Zuseher, die das überhaupt noch nicht kennen, Aufstellungsarbeit ist, das kann man sich wirklich so vorstellen, es gibt einen leeren Raum im Idealfall und es gibt ein Thema, das aufgestellt wird. Es kommt eben aus der Familientherapie, da hat man eben gesagt, okay, es gibt eben diese systemischen familiären Zusammenhänge, ich habe irgendein Problem, dann stellen wir mal die Familie von dir auf. Ja. Und dann meistens wird die klassische Aufstellungsarbeit ist von Hellinger entwickelt, auf dem Boden der Skulpturarbeit von der Virginia Satir, das ist aber was anderes, die Skulpturarbeit und die auch. Und da wird dann einfach wirklich die Familie aufgestellt. Das heißt, man wählt Repräsentanten, spielst du meinen Vater, spielst du meine Großmutter, ja, ja. Und du spielst mich. Du darfst aber nicht sagen, spiel. Naja. Du durftest nicht sagen, spiel. Ah, ja. Ah, ja. Das war damals sehr das ernst. Das war sehr ernst. Ja. Ah, ja. Okay. Das war, ja. Also du verkörperst meine Mutter. Bitte sei du meine Mutter, bitte sei du mein Vater. Ja, und ich sag dann ja, ich bin dein Vater. Und dann gehe ich da rein, Vater und Mutter wird dann sozusagen in den Raum geschoben von dem, dessen Familie da aufgestellt wird, also der, zueinander gestellt. Der Anliegensteller führt die Personen im Raum und stellt sie zueinander. Ja. Er stellt sie dorthin, wo sie seinem Gefühl noch hinhören. Ja. Genau. Ja. Und dann beginnen die quasi zu interagieren. Die beginnen sozusagen sich hineinzuspüren und beginnen in diese Rolle zu schlüpfen, wenn man so will. Genau. Und beginnen... Und dann kommen eben diese ganzen Themen, dann kommen die Konflikte in der Familie rauf. Okay. Und für mich war das dann immer spannend zu beobachten, dass da vollkommen fremde Menschen Dinge aufstellen, die sie nicht wissen können. Also da kommen dann sehr schnell Informationen hoch und Konflikte oder Geheimnisse in der Familie oder auch teilweise verstorbene Kinder, von denen irgendwie niemand wusste oder eben so abgetriebene Kinder. Also und Dinge, die verifizierbar sind. Genau. Und die Menschen verhalten sich auf genau die gleiche Weise, sagen die gleichen typischen Sätze für die Personen, die sie übernehmen, nicht kennen. Übernehmen die Gestik, übernehmen die Mimik. Also im magischen Sinn wäre das Invozieren. Genau. Das ist das Hineinrufen einer Energie oder das aus dem Herausrufen einer Energie. Genau. Aber das war so die Familienaufstellung immer. Ja. Und ja, wir haben auch die Theorie, dass der wenn das stimmt, wenn das passieren kann, dann heißt das ja auch, dass der Platz im System viel wichtiger ist als irgendwelche Erinnerungen, individuelle Erinnerungen. Die kommen aus dem, die sind gespeichert im System, im Platz des Einzelnen im System. Und der verhält sich genauso wie der ursprüngliche Gemeinte. Genauso der den Vater spielt sozusagen. Ja, ja. Also die Funktion im System ist wichtiger als das Individuum, das es durch das es dann ausagiert wird, sozusagen. Ne? Oder der Platz im System. Das könnte aber auch heißen, der Vater selbst hat agiert aus dem System heraus. Genau. Also er ist nicht individuell dafür verantwortlich. Das ist nicht seine
nur seine individuelle Schöpfung. Der hat vielleicht einen Beitrag geleistet. Mhm. Aber vielleicht besteht der Beitrag des Einzelnen nur im Verdrängen von Kräften, die im System eine Rolle spielen. Mhm. Ja? Im Ausblenden, im Verschieben, oder im Heilen und Transformieren. Ja, im Idealfall. Oder im umgekehrt ins Bewusstsein bringen. Das wäre dann die sozusagen revolutionäre Aufgabe im System für jeden. Mhm. Und ein Repräsentant, der ist dadurch viel freier und kann das viel besser spüren. Weil er nicht so individuell betroffen ist unmittelbar. Ja. Ich spiele ja jetzt deinen Vater und nicht mehr den Siegfried. Mhm. Ich brauche ja jetzt nicht mehr auf meine Intelligenz zu achten und sie zu beweisen oder meine Ängste zu verstecken, meine Siegfriedsängste. Mhm. Ich bin einfach frei in diesem System, spielerisch, so sagen wir heute mit Recht, spielerisch, zu experimentieren mit meinem Körper, mit meinem Körper, Seele, Geist, insgesamt in Resonanz zu gehen mit der Mutter, von der ich ja gar nicht weiß, was es ist, aber ich kann schauen, gehe ich jetzt ein bisschen näher oder sage ich irgendwas, was mir jetzt hochkommt, oder lass ich es bleiben. So, das sind lauter Entscheidungen und Aktivitäten, die mir zur Verfügung stehen. Und im Idealfall ergeben sich dadurch dann Lösungen im System. Ja, das wird meistens sehr emotional. Menschen weinen oder schreien. Das kann alles möglich. Und es löst sich was. Es geht einen Schritt weiter. Mhm. Und die Struktur im System wird durch das Ausagieren, durch das Reinbringen neuer Impulse verändert, und dadurch verändert sich das ganze System und dadurch verändert sich auch in weiterer Folge die Struktur oder die Konflikte oder die Probleme in der Familie. Also sie haben dann rückkoppelnd Auswirkungen auf die Personen, die in dem System aktiv leben. Und dann passiert es zum Beispiel, dass genau der Großonkel, um den es ging, der sich seit 10 Jahren nicht mehr gemeldet hat, 2 Tage nach der Aufstellung anruft und sagt, du, ich wollte mich wieder mal melden und so. Obwohl der nichts davon wusste und so. Und das finde ich ja das wirklich Spannende immer wieder, was es dann für so Möglichkeiten gibt. Und dann verändert sich die Realität. Ja. Buchstäblich. Das war für mich total schwierig, weil für mich war ja die Aufstellungsarbeit jahrelang, wie soll man sagen, eine Arbeit mit mir selber. Also ich habe Dinge aufgestellt und auch natürlich halt mit anderen Menschen. Aber das war für mich, war das immer so ein, sozusagen, ich habe das Ganze, das Systemische damals noch nicht ganz verstanden gehabt in seiner ganzen Auswirkung. Ich habe mir gedacht, okay, ich verkörper etwas, ich bringe etwas aus meinem Unterbewusstsein heraus, arbeite damit, dadurch ändert sich etwas in mir. Das heißt, keine Ahnung, ich habe vielleicht ein Beziehungsproblem, dann verkörper ich das Beziehungsproblem, dann ändere ich meine Einstellung durch die Arbeit, die da entsteht, und kann dann auf die Menschen anders zugehen. Das heißt, ich habe immer gedacht, ich arbeite da nur in mir selber, mit mir selber. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass in Aufstellungsarbeiten, bis ich auch gemerkt habe, diese Aufstellungsarbeit hat Auswirkungen auf andere Menschen, nicht nur auf mich selber und auf meinen Zugang auf andere Menschen. Und ich habe das dann teilweise erlebt, dass ich tatsächlich das Bewusstsein eines anderen Menschen in mir hatte. Also mein Bewusstsein wurde zur Seite gedrängt und der andere Mensch, um den es ging, saß plötzlich in meinem Körper, in meinem Zimmer, hat sich umgeschaut, hat sich nicht ausgekannt, warum er plötzlich in meinem Zimmer steht und was das ja alles soll. Und also da wurde es dann sehr spooky. Und da habe ich dann langsam kapiert, das ist jetzt nicht nur ein Spiel mit meinen unterbewussten Anteilen in mir selber, sondern da greife ich tatsächlich sehr stark in die Realität ein. Und seither habe ich einen ziemlichen Respekt vor der Arbeit. Ja, was du da sagst, Rudolf, das heißt eigentlich, wir sind alle, auch ich hab ganz lange daran geglaubt, dass ich eine in mir geschlossene Monade bin und für alles selber verantwortlich und auch für meine Krankheiten und für all das. Und im systemischen Denken steckt das Umdenken, in der Aufstellungsarbeit, in der Verkörperungsarbeit. Das sind nicht alle Systemiker Verkörperungsarbeiter. Aber in der Verkörperungsarbeit steckt das Umdenken unseres Kollektivwahns, dass wir
Monaden, dass wir Ich-AGs sind. Hm. Das steckt das drin, hm, so wie du sagst. Ja. Und aber wenn man anfängt, mit sich selbst zu spielen und so sich, also aus sich herauszugehen, andere Rollen in sich zu entdecken oder die Rollen anderer überhaupt greifbar zu haben, hm, in sich, dann ist man voller Überraschung über die Verbundenheit miteinander, hm, über, hm, diese. Ja. Für mich ist das ja so das konsequente Anwenden oder eine Möglichkeit des konsequenten Anwendens dessen, dass wir alle miteinander verbunden und letztlich, mhm, eins sind. Ja. Das ist ja das klingt ja oft nach einer schönen Phrase, oder das ist so ein, ja, das kann man schon irgendwie, ja, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden, aber wenn man das mal wirklich versteht, was das eigentlich bedeutet vom Ausmaß, ja, dann bedeutet das, ich kann zu jeder Zeit jede Rolle einnehmen oder jede, ich kann meine Position Schritt für Schritt verändern, ich kann zu einem völlig anderen Menschen werden, ich kann mich in andere tatsächlich buchstäblich hineinversetzen. Ich kann plötzlich verstehen, warum mein Partner auf mich so reagiert. Ich kann plötzlich vielleicht ganze Konflikte, globale Konflikte, Traumata, Genozide nachvollziehen oder zumindest einmal mich hineinspüren, wie sowas überhaupt entstehen kann. Und gerade in einer Zeit von so einer extremen Polarisierung, wie wir sie heute in unserer Gesellschaft erleben, glaube ich, wäre das eines der heilsamsten Dinge, dass man mal sich einfach in die andere Seite hineinversetzt und nachvollzieht, wo kommt diese Art des Denkens her, wo kommen diese Arten von Überlegungen her, was führt dazu, dass jemand links- oder rechtsextrem wird, was führt dazu, dass jemand Trump wählt oder auf Trump Steine schmeißen will, ja? Und da kommen wir eben von der klassischen Familienaufstellung zur generell systemischen Aufstellung, wie du ganz am Anfang in der Einleitung gesagt hast, man kann alles aufstellen. Man kann das Auto aufstellen, man kann das Haus hier aufstellen, man kann Ideen, Konzepte, Wesenheiten aufstellen. Also da gibt's de facto keine Grenzen und man kann so mehr und mehr mit allem in der Welt interagieren. Ne? Ja, oder in Resonanz gehen mit allen, auch mit Dingen. Mhm. Mit Dingen, das heißt, man kann Dinge wie Lebewesen betrachten, die Resonanz haben, die sich verändern. Man kann die Erde als Lebewesen betrachten. Das ist ja eine durch und durch schamanische Sichtweise. Und das verändert uns. Mhm. Uns auch. Ja. Natürlich, ja. Es verwandelt uns auch, wenn wir die Erde oder die Materie nicht nur als Objekt betrachten, sondern auch in eine subjektive, die in einen Dialog treten mit den Dingen. Also der Hartmut Rosa, den ich sehr schätze, der sagt, wir können nicht nur miteinander in Resonanz gehen oder verstummen oder in eine Echo-Beziehung gehen mit anderen Menschen. Wir können auch mit Dingen in Resonanzbeziehung gehen und das ist im Moment politisch angesagt mit der Erde, mit der Materie anders umzugehen als nur manipulativ, sondern, ja. Wir können auch mit dem, das ist jetzt noch das Dritte, damit werden auch die alten Religionen wieder etwas verständlicher. Hm. Wir können auch mit der Welt als Ganzem in Antwortbeziehung gehen. Hm. So ist das eigentlich gedacht bei den alten Religionen, mit der Welt, mit einem Ganzen. Sich ein Ganzes vorzustellen als etwas, was antwortet, was in Resonanz mit uns sein kann. Da sind wir ja bei deinem speziellen Modell oder deiner Arbeit, die du entwickelt hast, die Ich-Selbst-Aufstellung. Ja. Und die autopoetische Aufstellung, das heißt die selbstschöpferische, weil bei den klassischen Aufstellungen braucht man eben Repräsentanten. Du hast im Idealfall einen Raum mit 20 Leuten oder so, weil man weiß ja nicht, in wie viele Generationen das zurückführen kann noch und so. Und das ist teilweise ein bisschen schwierig, organisatorisch und so. Und dauert stundenlang, ja. Das ist, geht zum 100. Und das kann sehr intensiv sein. Dann habe ich das erste Mal Aufstellungen bei dir erlebt und das war für mich wirklich so im mathematischen Sinn elegant. Es war so aufs Wesentliche reduziert, so die Zen des Aufstellens sozusagen. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Oder wie hast du das entwickelt und was bedeutet das? Das ist interessant. Das ist
Danke für die Frage, Bernhard. Ja, also gut, da waren damals die Freunde, die Österreicher und die Deutschen, die haben sich systemisch an die Aufstellungsarbeit herangemacht, ein bisschen kritisch gegenüber Hellinger selbst, der sehr fundamentalistisch weiterhin gearbeitet hat. Und wir haben uns so konstruktivistisch, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, an die Aufklärungsarbeit gemacht. Das hat sich so ausgewirkt, dass der Anliegen, dass wir zu jemandem gesagt haben, du bist jetzt gerade mit diesem Problem oder mit diesem Schmerz oder mit diesem Depression identifiziert oder mit diesem mit irgendeiner Krankheit, ja, du leidest darunter, aber du bist es nicht ganz. Du bist zum Beispiel im Beruf gar nicht damit beschäftigt oder beim Schlafen nicht oder so. Du bist es nicht ganz. Du bist, und deswegen haben wir das als den Problemträger aufgestellt als Fokus genannt. Das ist eine Fokussierung von dir, ja? Ja, das Ich. Also, dass man zu bestimmten Zeiten sozusagen oder in bestimmten Momenten sich auf ein Problem fokussiert, damit identifiziert und dann plötzlich die Symptome oder die Folgen davon. Bestimmte Erfahrungen. Genau. Ja. Und das habt ihr das Ich genannt. Das haben wir Fokus genannt. Fokus. Ne? Und dann habe ich gesagt, warum stellen wir dich als Ganzes nicht auch auf, nur die Fokussierung? Warum nicht auch deine Fähigkeit zu ganz zu sein und zu defokussieren und in die Verbundenheit zu gehen? Nach ein paar Jahren habe ich mich getraut und habe angefangen, dich als Ganzes dazu zu stellen. Also der Anliegenbringer, ja, meinetwegen Peter, der sagt, such mal jemanden aus für deinen Fokus, für diese Fähigkeit von dir, sich auf diese Krankheit zu konzentrieren und alle die Beschäftigung mit dieser Krankheit und Therapieversuche und all das, das ist dein Fokus, ja, deswegen bist du auch hier, ne? Also stell den Fokus und dann such mal jemanden aus, auch zur Repräsentation deiner Ganzheit, ja. Und dann hatte er zwei Repräsentanten. Plus Vater, Mutter oder was anderes dazu noch, ja. Ja, das System. Aber für ihn gab es zwei Repräsentanten. Den Fokus und die Ganzheit. Deine Ganzheit und deine Fokussierung. Damit habe ich aber auch die Fokussierung schon aufgewertet. Da habe ich gesagt, das ist eine Aktivität von dir. Die hat vielleicht vor Jahren angefangen, vielleicht in der Kindheit oder so. Aber auf jeden Fall ist es eine Aktivität, einen Ausschnitt herzustellen und sich damit zu beschäftigen. Also gewürdigt auch. Und das ist nicht ganz, und wir übernehmen aber nicht die Fokussierung. Diese ganze Gruppe übernimmt nicht die Fokussierung, sondern sie nennt es Fokus. Und es gibt auch die Ganzheit. Und die wird genauso repräsentiert. Und das war das Neue gegenüber allem, was vorher passiert war in der Aufstellungsarbeit für mich. Und dann habe ich gemerkt... Also man schafft quasi ein Gegengewicht zu dem... Ja, das ist die Fokussierung und die Fähigkeit zur Defokussierung und in die Allverbundenheit zu gehen. Und sich nicht mit dem... nicht von dem Fokus irgendwie hypnotisieren zu lassen oder von dieser Krankheit oder so. Diese Fähigkeit, die immer wieder aufscheint. Dann standen da zwei Personen für eine. Also zwei, eine Unterscheidung von Fokussierung und Defokussierung, von Getrenntheit und Ganzheit. Von Unterschiedenheit und miteinander, Gemeinsamkeit, Das erinnert mich ganz stark auch an das, was Jeff Kriper halt The Human as Two nennt. The Human as Two und der Mensch als Zwei, dass wir immer zwei sind. So. Ja.
Oder was der Bateson sagt, einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht. Und da, und dann können die beiden miteinander kommunizieren. Der Fokus kann sich ganz lange ablenken mit Mutter, Vater und sonst Geschichten. Während dann das Selbst, ich habe das dann das Selbst genannt, das Ich und das Selbst. Fokus habe ich den Ich genannt und Selbst, aber das war nachträglich. Und dann steht das Selbst, die Ganzheit steht da und sagt, ich bin da und ist sichtbar, aber wird nicht in Anspruch genommen. Und das ist unser Leben. Bis wir es entdecken und dass es immer schon da war. Wir haben es ja im Mutterleib erlebt, alle. Wir haben alle die Allverbundenheit erlebt. Also es war immer da. Und dann habe ich mich als Therapeut zurücklehnen können. Ja, war einfach, ja, das Selbst war ja da, die Ganzheit, die konnte man dann in Anspruch nehmen oder nicht. Und das war dann ganz spannend zu schauen, welche Wege und Umwege das Ich macht, um nicht mit dem Selbst. Nicht mit dem Selbst, ja. Welche, ja, und wie es dazu kommt, zum Selbst zu sich selbst zu finden. Und das hat sich dann immer mehr reduziert. Dadurch ist das dann immer eleganter geworden. Ja. Und inzwischen kann man das quasi für sich alleine machen. Es hilft natürlich, wenn man jemanden dabei hat, der so eine Außenposition hat und der therapeutische Erfahrung hat. Aber grundsätzlich schaut so eine autopoetische Aufstellung inzwischen so aus, dass man alleine sein Ich repräsentiert und sein Selbst sozusagen und dort diese Positionen quasi wechseln kann. Ich gehe mal kurz in mein Ich hinein, ich trete aus dem Ich heraus, ich gehe in mein Selbst hinein, ich führe quasi einen Dialog mit mir selber oder mit den einzelnen Anteilen in mir selber. Ja. Es gibt ein wunderbares Video auf YouTube, das wir verlinken werden, auch unten in den Shownotes, wo du genau die Unterscheidung machst zwischen Ich und Selbst und wo das auch filmisch sehr schön dargestellt ist. Ja, inzwischen leite ich das in jeder Aufstellungsgruppe als erstes an, wie du mit dir selbst sowas machen kannst, wie du mit dir selbst in Korrespondenz, in Resonanz gehen kannst und wie du auch mit Fallen, wie Vermischungen und Projektionen umgehen kannst. Da gibt's auch ein sehr ausführliches Video auch. So, das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Siegfried Essen und im nächsten Teil sprechen wir noch viel mehr über die Zusammenhänge zwischen Ich und Selbst und was das alles mit Erleuchtung zu tun haben könnte. Bis dahin, habe die Ehre, viel Spaß. Sie hörten eine Produktion der Edition Prequel und der Edition Gwydion. Titelsong aus dem Soundtrack zu Pantherion. Lyrics: Jörg Vogeltanz. Musik: Christian Gschier. Text: gesprochen von Dionysia Karidis. Mehr Mysterien, Mindfuck und Magie unter Reicher und Stark auf YouTube und auf www.reicherundstark.at.